Feindliche Gruppe nähert sich. Wir sollten möglichst schnell nach Cambrai fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edwards, finde eine Position, an der wir sie erwarten können. Oh, ernsthaft? Treffer. Distanz passt! Mach mal Treffer. Ah ja. Ah ja. Ein leichter Panzer, halte den Kurs! Kann man echt nicht anders sagen, dass sie richtig scheiße sind. Der andere ist hier gleich rechts neben uns, ne? Hä? Kann ich denn da daneben schießen? Alter, hab ich gerade das ganze Haus zerbombt? Shit. Ich bin feuerbereit! Bring uns ran! Ich bring uns erstmal weg hier. Und dass ich das Haus zerbämst hab. Geschütz angreifen! Die Mauer wird uns schützen. Ha! Jetzt sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig, bleib konzentriert! So, und jetzt noch die ausschalten, die ich einfach nur matt gemacht habe. Der da hinten auch. Ja, sicherlich. Ja! Das war's! Gute Arbeit, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschanzen wir uns hier und kämpfen! Dann soll Bess mal machen, was sie am besten kann! Ah ja, nice. War natürlich wieder zu kurz, der Schuss. Ah, ich darf gar nicht da hoch. Nice. Perfekt, Kumpel! Hä? Wo ging der wieder hin? Alter, wie viel? Komm nicht weg. Hey, manchmal frage ich mich echt, ne? Kann ich gar nicht so zielen, wie das rumst hier. Weil ja, jetzt hält er an oder was? Das Zugdepot lässt sich gut verteidigen. Wir bleiben, wo wir sind. Ziel ausgeschaltet! Ah, ich habe bei dem Panzer einen Headshot gemacht. Wie geht denn das? Ich bin gerade unsterblich, kann das sein? So oft kann ich doch nicht an dem ballern. Alter. Der ist erledigt! Schieß mal mit Absicht daneben. Ohne Mist. War hier nicht noch einer? Ja. FT noch fahrtüchtig! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer!
Ja! Panzer erledigt! Wir haben es geschafft, Bess, Jungs! Du hast es geschafft! Nächster Halt, komm! Edwards! Bewegung! Oh nein! Nein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst! Mir geht's gut! Aber so viel Spaß macht mich müde! Los jetzt! Wie los jetzt? Wir laufen. Ja, das war die erste Kriegsgeschichte, die wir abgeschlossen haben. Und ja, dann machen wir doch gleich mit der zweiten weiter, oder nicht? Hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus, denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Klingt böse, vor allem wenn ich jetzt Flugzeug fliegen darf, weil ich das immer so gut kann. Werde ich gleich erstmal abkacken. Die Ententen verlieren den Krieg in der Luft. Die deutschen Luftstreitkräfte dominieren die Westfront. Mächtige Flugzeuge und berühmte Fliegerasse beanspruchen unzählige Abschüsse für sich. Das Royal Flying Corps gerät ins Hintertreffen. Die meisten Ersatzpiloten haben weniger als 10 Stunden Flugerfahrung. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten des RFC betrug 17 Tage. Ständig kommen am Himmel über dem kriegsgeschundenen Frankreich neue Flugzeugmodelle zum Einsatz. Aber Innovationen sind riskant, einige bewähren sich, andere nicht. Flieger riskieren ihr Leben mit ungetesteten Technologien. Sie passen sich entweder schnell an oder haben einfach nur Glück. Grüß dich, Laius. Einen schönen guten Abend.
Ich hoffe, du magst Battlefield 1 Singleplayer. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum... Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich wieder besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Na los! Bringen wir den Vogel in die Luft! Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Jo, 1A das Flugzeug abgezogen. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne da diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Oh, das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Wie es aussieht. Gott, ey. Ich höre Flugzeuge. Da geht's schon los. Für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Also... 50 Euro, wenn ich das überlebe, Alter. Ja, leider ist das recht. Die Landschaft ist schon ziemlich sexy. Battlefield ist halt auch ziemlich sexy. Ist dieses Flugzeug etwa zu viel für dich? Näher ran! Kann ich näher ran? Ich flieg doch schon mit wie. Gib doch schon Gas. Hey, pass auf! Alles gut, Mann. 5 Meter Luft hier noch. Ich habe sogar noch einen Steuerknüppel im Schrank. Blöd nur, dass er nur bis Windows 98 kompatibel war, glaube ich. Hab noch nie, nur noch nicht geschafft, das Ding wegzuwerfen. Oder sagen wir mal, übers Herz gebracht. Naja, so eine Eskapaden werde ich ja fliegen. Komm schon, Rackham, hinterher! Wir müssen näher ran! Okay, diese Distanz halten! Festhalten, Wingnut! Drin? Da dreht er ab und zu mal den Schub raus, die Sau. Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Hast du dem auch hinterher? Ja. Hui! Er darf uns nicht entkommen!
Mal sehen, was er noch kann. Bleib einfach an ihm dran. Die Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Okay. Gut zu wissen. Gut, dass ich meine Steuerung absolut nicht für den Fahrzeug- und Flugzeugkampf ausgelegt habe. Diese komische, entgegengesetzte Steuerung macht mich immer wahnsinnig. Ich werde niemals Flugzeug fliegen im Multiplayer, das weiß ich jetzt schon. Oder ich gewöhne mich dran. Aber die Leute, die im Battlefield Flugzeug fliegen, die fliegen wahrscheinlich schon seit, was weiß ich, dem wievielten Teil. Soll ich eigentlich wieder den Vogel einholen oder was? Oh. Das Lenkung. Wie soll ich den Knüppel denn kriegen? Halt doch mal an da. 10 Stunden Gameplay, nur wie ich dem versuche zu folgen, oder was? Das muss ich tatsächlich einholen, ich raste aus. Jetzt macht er gleich hier den übelsten Haken. Spaß. Hast du auch Spaß, Wingnut? Was ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne. Was? Ist doch gar nichts passiert? Hä? Hey, da ist doch... Was? Oh, ernsthaft? Es ist doch gar nichts passiert. Ich bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön. Ich raste aus, Alter. Der war doch... Ich war doch gar nicht in Griffnähe da. Kann ich eigentlich auch. Damals konnte man auch mit den Pfeiltasten noch fliegen. Ha! Dann mache ich das noch mit den Pfeiltasten. Ist doch besser als mit der Maus. Die Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Spaß! Hast du auch Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Was auf heißt nach hin? Vorne! Mit Pfeiltasten geht's ein bisschen besser. Jetzt mit der scheiß Maus. Gib mehr Gas und bleib an ihm dran! Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen! Wohin will er jetzt? Lass ihn! Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen! Feuer frei! Oh, jetzt muss ich aber die Maus nehmen. Mit Vergnügen! Ja! Was für ein Vogel! Da sind noch mehr Ballons. Drauf und Feuer! Verstanden! Hui! Ja, Waffen sind, braucht man ja, glaube ich. Habe ich eine übersehen? Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Oh. Gott sei Dank hat er noch ewig gelabert.